da, von da hinten irgendwo. Das heißt, wir müssen jetzt die Dinger... Achso, das wird ja gar nicht mehr benutzt. Okay, die werden jetzt alle umgedreht. Stopp. Das kommt weg. So. Weg. Dreh. Okay. Da lang. Hier die... Nein, nicht verbinden. Danke. Die Höhe müsste richtig sein. Mehr unterschiedliche Fließbänder. Die nicht bis nach ganz hinten kommen. Also bau doch... Die schnellen können wir nicht. Ah doch, da haben wir. Unterirdisch bis nach da. So, Kohle kommt auch. Ta-ta-ta-ta. Oh, Ärmchen brauchen wir noch. Ja, da müssten eigentlich schon fast normale reichen, oder? So? Achso, und die müssen nur eingestellt werden. Was? Warum hast du nicht die Rezepte? Achso, da. Ich dachte schon. Warum hast du nicht die Rezepte, die wir brauchen? Du sollst jetzt 1600er Lava erstellen aus 1400er. Ja, so. Du stellst 1600er aus 1400er her. Du stellst 1600er aus 1400er her. Zack. Gut, also das Ding kann jetzt hier weg. Das wäre ja nur unser Provisorium. So. 1400er zu 1600er über diesen ganzen Ramsch. 1200er ist nicht so problematisch, weil das ja einfach hier vor sich hin wuselt. Und es keine Produkte hat und keine Sachen braucht und so weiter. Es wird einfach nur abgekühlt. Durch Umgebungsluft oder was auch immer. Warum hast du denn hier ein Ärmchen? Du kannst weg. So. Wollen wir das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen anders gestalten? Wir könnten ja hier mehrere gleich machen. Ja, mach mal diesen komischen Firlefanz hier weg. So, dann hätten wir gerne... So, du und du. Du und du. So. Und du machst jetzt bitte 1200er Lava aus 1400er. 1200er aus 1400er. Und dann können wir da noch mehr einfach so ranpappen. Achso, und da hätte ich gerne einen Durchgang. Danke. So. 1200, alles gut. Ja. Also, Lava, kein Problem mehr. Die Dinger würde ich ungern zerstören. Obwohl, das ist nur Luft. Komm, mach Luft weg. Brauche eine Weile abzubauen, aber ist okay. So. Noch mehr Platz. Sehr schön. Flüssiges Eisen sammelt sich langsam. Du. Das Abpumpen von dem Sludge dauert tierisch lange. Okay, wir brauchen also eine richtige Pumpe hier zwischen. Gut. Da. Pumpe MK4. Nein. Stopp. Bau erstmal zwei MK2 und guck weiter. So, kriegst du den Sludge, ist schneller abgepumpt. Ja, kriegst du. Okay, das heißt, wir bräuchten auch hier eine Pumpe und es ist kein Platz dafür da. Nicht gut. Gut, du musst weg. Du musst einfach zentraler hin. Sagen wir mal so. Damit ich hier niemals mehr durchkomme. Ja, das ist da okay. Hier geht das da rein und da kommt dann die Pumpe hin. Und du wirst jetzt auch schneller entleert. Okay. Das heißt, jetzt hapert es wahrscheinlich wieder in den Ärmchen, hm? Bau mal... Ärmchen. Dafür brauchen wir Eisen und anderes Zeug. Ja, ist immer noch bei weitem nicht so schnell, wie es sein muss. Das ist so übel.
Ja, na gut. Schnapp dir das ganze Zeug da. Schnapp dir das Eisen da auch noch. Zufällig Eisenzahnräder inzwischen über. Ja, sieht gut aus. Ein paar grüne Chips. Nö. Warum nicht? Achso, weil wir null Kupfer haben, weil ich bisher komplett nur um Eisen gekümmert habe. Ja, das tut mir leid. Achso, und hier könnte ich auch noch was rausnehmen. So. Also, flüssiges Kupfer muss ebenfalls gesäubert werden und bräuchte dafür eine komplett ähnliche Anlage wie hier. Wofür wir allerdings keinen Platz haben. Jedenfalls nicht hier. Wollen wir dann flüssiges Kupfer lassen und doch lieber wieder einfach einschmelzen? Also was ich so oder so machen sollte, ich sollte erstmal die Öfen hier oben komplett füllen mit Kupfer. So, damit schon mal ein bisschen was produziert wird, damit die Chips oben auch weiterlaufen. Eisen kommt, Eisen kommt. Oh. Ja, Zentrifugen. Dietech-Maschinen. Brauchen wir Stahl für Stahl? Weiß ich gar nicht. Also es müsste noch was in meinem privaten Vorrat oben sein. Genau hier. Zusammen mit noch mehr Kupfer. Das Kupfer schmeiße ich gleich mal hier rein. Weil grüne Chips wichtig sind. So. Du kriegst Stein. Warum hast du dir vorher keinen Stein genommen? Achso, weil du keinen Stein brauchtest, weil genug Zahnräder da sind. Okay. Hier auch. Du siehst nicht so aus, als wenn du... Achso, du hast auch schon genug Zahnräder da liegen. Ja gut. Dann will ich nichts gesagt haben. So, Kupfer kommt. Zentrifuge? Ja, ganz viele Zentrifugen können wir bauen. Bauen wir zwei Zentrifugen. Die müssten eigentlich hierhin, wo der Tank jetzt ist. Das ist nicht so schön. Warum staut sich das, die Kohle da so komisch? Auf der einen Seite nur. So, weil es hier gar nicht verbraucht wird. Da drüben eigentlich aber auch nicht. Also wird sie es auch gleich auf der Seite hier stauen, ne? Ah, und weil es hier ein Abnehmer hat und da zwei. Ja, gut. Okay, ist genehmigt. Dann könnten wir hier eigentlich noch Pufferkisten aufbauen für Kohle. Genau, große Eisenkiste. Nimm bitte zwei schnelle Ärmchen. So. Und ein... Auch ein schnelles Ärmchen. So. So müsstest du dich langsam mit Kohle füllen. Brauch ja selber keine mehr. So. Die füllen sich, ist okay. Forschung steht still, aber das ist auch okay, weil wir haben keinen Kupfer für die ganzen Tränke und so weiter. Ich muss mir echt überlegen, was ich hier mache. Der Tank muss, der ist eh leer. Okay. Dann kommt das jetzt weg. Kupfer wird nicht mehr eingelagert. Kupfer wird direkt hier raus nach oben gebracht. Und zwar zu den Dingern. Hier können wir den Tank hinpacken. Tank. Dahin. Du bist dann nicht mehr unterirdisch, sondern direkt. Und dann kommt da ein Blob hin. So. Ja, komm, wir müssen das Ganze noch kompakter bauen. Bau noch da, bau noch da. Darunter. Nö. Darunter und das ist fest. Und jetzt da noch eine Verbindung. Das heißt, Kupfer kommt jetzt da an, wird da eingelagert, kommt da nach oben. Wir haben hier zwischen auch noch Platz für Pumpen, um das Ganze besser zu steuern. Und hier haben wir jetzt Platz, um die Filterung zu machen. Das heißt, das wird jetzt alles aufgebrochen. Nimm, 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 nimm. So.
dann, achso, dann brauchen wir jetzt wieder Platz für Sludge und Wasser und, oh Gott. Okay. Okay, okay, okay. Zentrifuge. Mach den doofen Baum da weg. So, eine Zentrifuge hier. Eine Zentrifuge. Wie viel Abstand war das? Einer nur, ne? Ja. Da. Du machst bitte Kupfer. So rum. Du machst bitte Kupfer. Nein, nicht forschen. So rum. Da muss jetzt Wasser rein. Problem Nummer 1. Dann brauchen wir normale Ärmchen. Normale schnelle Ärmchen. So. Die das dann da reinpacken. Dann kommt hier das Fließband hin für nach unten. Für das gute Erz. Das sollte übrigens alles weg. So. Dann kommt hier Sludge raus. Das muss also erstmal auf die andere Seite gebracht werden. Auf der anderen Seite kommt es raus. Verbindet sich hoffentlich nicht mit dem Rohr. Macht dann so. Problem. Ja, Problem, das Ding da. Ja. Nein, nicht damit verbinden. Nicht mit dem flüssigen Kupfer verbinden. Ich mag das echt ungern, wenn ich das System hier aufreißen muss. Also unten ist es kein Problem. Unten wird es nach da gebracht. Dann wird es von hier aus nach da hinten irgendwie abtransportiert. Naja, obwohl, ist doch ein Problem. Es müsste erstmal hier runter. Da unten irgendwo raus. Das geht auch nicht so gut. Unpraktisch, unpraktisch. Also eigentlich müsste das hier alles instant abgebaut werden, die Kohle. In irgendwelche Kisten gepackt und dann hätten wir hier genug Platz, aber... Nee. Alternativ könnten wir den Sludge auch... Ja, da sind die ganzen anderen Maschinen im Weg. Hm. Okay, ich mache das Fließband einfach woanders hin. Zwar nicht so. Lass mich stehen. Sondern hier wird es einmal abgepumpt, wird einmal rausgenommen und da wird es einmal rausgenommen. Haben wir hier viel, viel mehr Platz zum Hin- und Her-Switchen von den Dingen. Ja, sehr gut. Das heißt, es kommt raus. So. Und kommt dann wohin? Es muss irgendwie nach da gelangen. Also wer... Da hinten einfach irgendwo. Geh mal da unterirdisch. Kommst du so weit? Nein, brauchen ein besseres Rohr. Da. Was? Da. So, bis da hinten irgendwie. So, dann wuselst du hier ein bisschen. So. So, so, so. Genau. Und dazwischen kriegst du noch eine Pumpe. Mindestens eine Pumpe. Flüssigkeiten? Nein, Strom. Da. Oh, wir haben keine Engines. Okay, das machen wir gleich. Wasser. Wasser ist das nächste Problem. Und wir sollten das nicht hier machen, fällt mir gerade auf, sondern ein Feld weiter nach oben. Damit das Wasser da lang gehen kann, wo jetzt eben gerade der Sludge lang lief. Also dahin.